Herzlich willkommen zu Teil 40 der Reihe Ausgewählte Aufgaben aus dem Wettbewerb Känguru der Mathematik. Thema heute soll sein die Aufgabe B10 aus dem Wettbewerb 2017 Klassenstufe 7-8. Die Aufgabenstellung. Acht Kängurubilder, die sehen wir hier unten dargestellt, liegen in einer Reihe. Nach und nach werden benachbarte Kängurus, die sich angucken, vertauscht. Dies geschieht so lange, bis es keine Kängurus mehr gibt, die sich angucken. Wie oft müssen dazu zwei benachbarte Kängurus vertauscht werden? Wir haben als Antwortmöglichkeiten 9, 10, 13, 15 oder 16 Mal. Wir sehen hier beispielsweise den Fall, dass sich zwei Kängurus angucken. Die müssten also vertauscht werden, hier hinten auch. Und wir müssen überlegen, wie wir systematisch an diese Aufgabe herangehen. Wir werden die Aufgabe auf zwei verschiedene Arten lösen, nämlich einmal durch tatsächliches Ausführen der Vertauschungen und mitzählen, wie oft wir eben vertauschen. Und das zweite Mal durch eine Anwendung, durch die Anwendung von Logik, ohne dass wir tatsächlich Vertauschungen ausführen. Zunächst also der Lösungsweg 1, wir führen tatsächlich Vertauschungen durch. Wir legen dazu eine Tabelle an mit den einzelnen Vertauschungsschritten. In Rot werde ich in der Tabelle, die auf der nächsten Seite folgt, die jeweils vertauschten Kängurus darstellen. Ich möchte nicht und ich kann auch nicht in der Tabelle die tatsächlichen Kängurus zeichnen. Wir werden also, um es das einfach zu machen und es auch so zu machen, wie ihr es in einem Känguru-Wettbewerb auf Papier hinzeichnen könntet, wir werden das Größerzeichen verwenden für nach rechts guckende Kängurus, also zum Beispiel dieses hier, und das Kleinerzeichen für nach links guckende Kängurus, also zum Beispiel dieses hier. So kann man es, wie gesagt, auch im Wettbewerb leicht auf einem Blatt notieren. Wir fangen also unsere Tabelle an. Die Vertauschung Nummer 0, das ist der ursprüngliche Zustand, der repräsentiert die Reihe, wie sie am Anfang gegeben ist. Wir haben also erst drei Kängurus, die nach rechts gucken. Wir sehen also drei Größerzeichen, dann eins, das nach links guckt, dann kommt ein kleiner Zeichen, zwei weitere nach rechts, zwei Größerzeichen, dann gucken zwei nach links, das sind die beiden kleiner Zeichen. Wir vertauschen jetzt die beiden hier rot dargestellten Kängurus, das sind die beiden. Und nach dieser ersten Vertauschung haben wir also die Situation, dass das nach links guckende Känguru, dieses hier um 1 nach links gewandert ist, und das nach rechts guckende Känguru, dieses hier um 1 nach rechts gewandert ist. Jetzt vertauschen wir die beiden, die sich hier angucken, wieder in rot dargestellt, das heißt das Känguru mit dem letzten Endes, und dann kommen wir nach dem zweiten Vertauschungsschritt zu der Situation, wie sie hier dargestellt ist. Das nach links guckende ist jetzt an der zweiten Position. Und das vertauschen wir jetzt nochmal mit dem Känguru ganz links. Und dann kommen wir im dritten Schritt zu der Situation, wie sie hier dargestellt ist. Das nach links guckende Känguru, das ist das, was ursprünglich hier in der vierten Stelle stand, ist jetzt ganz links angekommen. Und es wird da jetzt auch bleiben, weil weiter nach links kann es ja nicht mehr rutschen. Jetzt fangen wir an, mit diesem Känguru zu tauschen. Das guckt ja ebenfalls nach links, während andere Kängurus auch nach rechts gucken. Das heißt, wir vertauschen dieses Känguru zunächst mit diesem hier und dann wandert das Känguru weiter nach links, wie wir hier sehen. Immer einen weiteren Vertauschungsschritt und immer guckt das nach links guckende Känguru ein nach rechts guckendes an und wird mit diesem vertauscht. Also dieses Känguru wandert jetzt hier nach links durch. Jetzt muss ich eine neue Seite anfangen. Die Zeile 7 habe ich ja nochmal hingeschrieben und dann wird das Känguru, was hier nach links guckt, also was ursprünglich dieses war, im achten Schritt an die zweite Position gerückt sein und wird jetzt nicht mehr weiter nach links wandern, weil links davon nur noch ein weiteres nach links guckendes Känguru ist. Jetzt haben wir aber noch hier ganz rechts das Känguru, was ebenfalls nach links guckt und was jetzt ebenfalls anfängt, durch die Reihen durchzuwandern. Wir sehen also, dass es immer weiter vertauscht wird mit einem nach rechts guckenden Känguru, so lange, bis es an die dritte Position gerutscht ist und links von sich nur noch nach links guckende Kängurus hat. Und das passiert in der 13. Vertauschung. Das heißt, die Antwort, die haben wir jetzt schon ermittelt. Wir müssen 13 Vertauschungen durchführen, bis sich keine Kängurus mehr angucken. Und damit ist die Antwort C richtig. Wir können das Ganze auch etwas anders angehen, mit dem Lösungsweg 2, mit Logik. Und der Schlüsselgedanke dabei ist, dass alle nach links guckenden Kängurus sich am Ende auf der linken Seite befinden müssen, wie wir ja auch gerade gesehen hatten in unserer Tabelle. Und alle nach rechts guckenden Kängurus müssen sich auf der rechten Seite befinden. Warum? Solange das nicht der Fall ist, solange also noch ein nach links guckendes Känguru rechts von einem nach rechts guckenden Känguru ist, solange sind Vertauschungen möglich und eben auch nötig. Weil wir müssen ja so lange vertauschen, bis sich keine Kängurus mehr angucken.
Das heißt, am Ende müssen alle nach links guckenden, und das sind 3 Stück hier in dem Fall, ganz links stehen und alle nach rechts guckenden müssen ganz rechts stehen. Wie bekommen wir jetzt die Linksgucker nach links und die Rechtsgucker nach rechts? Natürlich, indem wir sie paarweise vertauschen, wie wir es ja eben explizit getan hatten. Wir müssen aber eben gar nicht die Vertauschung explizit durchführen. Wir müssen einfach nur zählen, wie viele Paare von sich anguckenden Kängurus es insgesamt gibt, egal, ob sie benachbart sind oder nicht. Und diese Paare zählen wir und dafür nummerieren wir die Kängurus durch. Ich habe hier mal kleine Nummern reingeschrieben, die Nummerierung der Kängurus, dass wir die unterscheiden können. Und wir gucken, wie viele Linksgucker wir haben. Wir haben hier an der 4. Position einen Linksgucker, den nennen wir Känguru 4. Und der muss 3-mal tauschen, nämlich mit den 3 Kängurus, die links von ihm sind, und nach rechts gucken. Also er tauscht mit den Rechtsguckern 1, 2 und 3. Also er muss 3-mal tauschen. Das haben wir, wie gesagt, eben auch in unserer Tabelle ausführlich gesehen. Das Känguru an der Position 7 ist auch ein Linksgucker. Und das tauscht mit den Rechtsguckern an den Positionen 1, 2, 3, 5 und 6. Mit dem Vierer natürlich nicht, weil das auch ein Linksgucker ist. Das heißt, das Känguru hier an der Position 7 muss insgesamt 5-mal tauschen, trägt also 5 Vertauschungen bei. Und das Känguru an der Position 8, was auch ein Linksgucker ist, muss ebenfalls 5-mal tauschen, weil es eben auch dieselben 5 Rechtsgucker links von sich hat, wie das Känguru Nummer 7. Also auch die Rechtsgucker 1, 2, 3, 5, 6. Das sind auch nochmal 5. Wenn wir das zusammenzählen, kommen wir natürlich dann ebenfalls auf 13 Vertauschungen. Natürlich dieselbe Antwort. C war das, glaube ich, der Lösungsbuchstabe wie in der anderen Methode. Der Schlüsselgedanke ist also, wir müssen für jedes Känguru gucken, wie oft es an Vertauschungen teilnimmt. Wir hätten die Tabelle natürlich auch so aufziehen können, dass wir hier die Rechtsgucker hinschreiben und dann die Linksgucker zählen, mit denen es tauscht. Da wir hier aber weniger Links- als Rechtsgucker haben, können wir mit weniger Zeilen auskommen, wenn wir die Linksgucker zählen und dann die Rechtsgucker, mit denen das jeweils tauschen muss. Das war also eine Aufgabe, wo wir wieder mal 2 Lösungswege gefunden haben, um sie zu lösen. Und dann gehen wir in der nächsten Folge über zur Aufgabe C3 aus dem Wettbewerb 2017, Klassenstufe 7-8. Vielen Dank.